Moin Leute, ich bin Toffer vom Kanal Toffer BUS und heute geht es um einen Gürtel, einen extremen Gürtel. So, jetzt möchte der ein oder die andere wissen, wieso extremer Gürtel, was ist daran so extrem? Ja, es handelt sich hier um diesen Gürtel der Firma Gürtel Extreme hier aus Deutschland. Alles ist made in Germany gemacht. Er hat hier den kompletten Gürtel selber genäht, alles sehr hochwertig. Da werden wir gleich mal noch genauer ins Detail gehen. Und ja, die Internetseite heißt, wie eben schon gesagt, Gürtel Extreme. Den Link dazu findet hier unten in der Infobeschreibung. Und schaut da auf jeden Fall mal nach. Der Bernd, von dem ich diesen Gürtel bekommen habe, hat wirklich sehr viele Produkte, nicht nur Gürtel, Zubehör für Gürtel, Hängematten, ihr kriegt Gürtel in sämtlichen Variationen und ja, schaut da unbedingt mal rein. So, jetzt kommen wir mal ein bisschen zu den Details und zwar, das ist hier das gute Stück und wie ihr seht, der kommt schon sehr stabil daher, nicht so wie andere Nylon-Gürtel, sage ich jetzt mal, die so total eng aneinander sind und die man so und so falten kann. Wie ihr seht, der ist schon sehr stabil. Kommen wir mal hier auf diese Schnalle zu sprechen und zwar ist es eine Cobra-Schnalle. Und zwar, warum Cobra-Schnalle, zeige ich euch gleich ganz genau alles. Und ja, das ist eine Schnalle von der Firma Austri-Alpin, die wirklich super Schnallen macht in verschiedensten Farben, verschiedensten Größen. So, jetzt gucken wir uns das gute Stück mal ein bisschen genauer an. Und zwar handelt es sich hier um dieses Gürtelexemplar, um die Black Cobra Limited Edition Version. Ja, der Bernd hat von diesem Gürtel wirklich unendlich viele Variationen erschaffen in verschiedensten Mustern, verschiedensten Designs, mit verschiedenen Schnallen, die auch eine unterschiedliche Färbung haben. Nicht so wie alle hier sind jetzt in matt-schwarz gehalten, sogar hier diese kleinen Pins sind sogar schwarz. Die gibt es aber auch auf besonderen Wunsch oder allgemein als Wunsch zum Auswählen in Silber gehalten. Ja, diese Cobra-Schnalle, wie man sie nennt, kommt von der Firma Austri-Alpin. Und warum Cobra-Schnalle, das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar ist es nicht ein einfacher Gürtel, den ihr jetzt einfach so hier abziehen könnt und durchs Loch steckt. Nein, ihr habt schon gesehen, hier sind so zwei kleine, ich sag mal, Zähne verbaut. Und man kriegt diesen Gürtel und der drückt einfach nicht auf. Er ist bombenfest. Und zwar muss man erst diese, ich zeige es mal so, jetzt sieht man es ein bisschen besser, muss man hier diese zwei Zähne, sage ich mal, auseinanderschieben, um ihn dann öffnen zu können. Loslassen könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr ihn wieder reinmachen wollt, da verhakt er sich und sitzt dann wirklich bombenfest. Das wirklich Gute ist, angenommen, ihr kommt mal irgendwie mit einem Gegenstand in Berührung und ihr drückt den einen hier weg, geht der Gürtel trotzdem nicht auf. Auch unter Belastung kriegt ihr ihn nicht auf und das ist natürlich genau das gleiche Spiel, wenn ihr den unteren hier aufmacht. Bewegt sich einfach kein Stück. Und jetzt das Gute, angenommen ihr seid selber unter Belastung bzw. der Gürtel steht unter Spannung und ihr habt ihn jetzt wirklich unter Spannung und versucht ihn jetzt aufzumachen, keine Chance. Ihr kriegt ihn nur in lockeren Zustand auf und dann ist es gar kein Problem. Ja, meine Version ist zusätzlich noch mit einem schwarzen D-Ring hier gesichert. Damit könnte man sich in wirklich einer Notfallsituation, also ich betone Notfallsituation, zum Beispiel abseilen, wenn es wirklich ein Notfall ist. Das Praktische hier an diesem D-Ring ist, man könnte sich nicht nur in einer Notfallsituation irgendwo abseilen. Nein, ihr könnt hier natürlich sämtliche anderen Gegenstände noch dranhängen, zum Beispiel einen zusätzlichen Karabiner mit einhängen und eure Wasserflasche anhängen. Ihr könntet ein Rangerband anbringen, um zum Beispiel eure Handschuhe mit fest zu befestigen. Oder was auch wirklich sehr praktisch ist, ihr könntet euren Hund bzw. die Hundeleine von eurem Hund hier einklemmen und ihr hättet beide Hände frei und müsstet nicht immer mit der anderen Hand den Hund festhalten. Weil, ja, wie gesagt, hält das Ding wirklich super Zug aus und ich glaube kaum, dass ein Hund mehr als 1,5 Tonnen auseinanderreißen kann. Also auch für Hundeliebhaber und Hundebesitzer wirklich ein super Teil. Diese Cobra-Schnalle, man glaubt es kaum, hält eine Belastung von 1,5 Tonnen aus. 1500 Kilogramm, 1,5 Tonnen hält diese Cobra-Schnalle aus. So, jetzt kommen wir mal zum Gurt hier. Und zwar ist das ein Standardtyp 13 Gurt.
Und dieser hält sogar enorme 2,7 Tonnen aus. Heißt also, ihr könntet praktisch ein Auto damit abschleppen. Und ich habe letztens zufällig ein Video gesehen von den Ronny. Das Video verlinke ich euch einfach mal jetzt hier unten in die Infobox mal schauen. Da hat er mit so einem Extreme-Gürtel zwei Autos abgeschleppt und es hat tatsächlich funktioniert. Hätte ich nicht gedacht und ja, das zeigt ja wirklich die Bombenfestigkeit dieses Gürtels. Ja, wie ihr seht, kommt dieser Gürtel hier ab Werk schon wirklich sehr stabil daher, macht wirklich einen super Eindruck und ich habe ihn jetzt insgesamt fast 3 Wochen getestet, wenn ich mich nicht irre. Ich wollte das Video schon ein bisschen früher online stellen, aber mich hat es so ein bisschen dahin gerafft, bin ein bisschen krank geworden und da konnte ich einfach mit meiner Stimme überhaupt nichts anfangen. Deswegen kommt das Video ein bisschen später. Bernd, tut mir leid. Aber wie ihr seht, kommen wir mal zurück zum Gürtel, ist er wirklich sehr fest. Und das Interessante ist, ihr könntet bei Bernd sogar noch eine zusätzliche Kunststoffversteifung bestellen, die dann hier in den Gürtel mit eingearbeitet ist. Und so wäre der Gürtel wirklich bombenfest. Ja, was gibt es hier noch zu sagen zu dem Gürtel? Das Interessante ist, mein Gürtel hat einen Klettverschluss. Ja, denkt der eine, der geht doch total schnell auf. Nee, der geht wirklich nicht schnell auf. Oh. Ja, wie man hier sieht, hier ist der Klettverschluss und ihr habt halt die Möglichkeit, je nachdem, ob ihr zunimmt, ob ihr abnehmt, den Gürtel hin und her zu verändern. Und ja, der sitzt halt wie gesagt wirklich bombenfest. So, dann haben wir noch insgesamt 2 D-Ringe mit verbaut bei dieser Version aus Polymer. Da könnt ihr natürlich auch noch einen Karabiner mit dran machen oder anderes Zubehör mit anhängen. Zubehör findet ihr unter anderem auch hier bei Bernd im Shop von Gürtel Extreme. Einfach mal unter Zubehör schauen. Und dort findet ihr wirklich auch für diese Gürtel eine Menge Zubehör. Das ist unglaublich, was der Mann da alles zusammengestellt hat. Und ein Zubehörteil zeige ich euch nachher gleich noch. Zusätzlich hat dieser Gürtel hier Molle-Schlaufen. Ja, also wirklich von dem D-Ring hier vorne bis zum nächsten D-Ring. Also es ist schon, mache ich mal kurz auf. Also ihr habt da wirklich, sieht man das überhaupt auf dem Bild? Ja, ihr habt wirklich das ganze Ende voller Molle-Schlaufen. Ihr könnt da eure ganzen Pouches mit reinmachen. Ihr könnt mal einen Kugelschreiber mit einhängen, was auch immer. Alles, was euch einfällt, ist natürlich gerne gesehen und gerne erlaubt. Und ja, wirklich super. Dann hat mir der Bären freundlicherweise noch diese 2 zusätzlichen kleinen Gimmicks mit dran gebracht. Einmal ein D-Ring, auch aus Polymer, der an einer Schlaufe hier befestigt worden ist. Der ist jedoch nicht für schwere Lasten geeignet, das sollte eigentlich klar sein. Und dann noch ein Metallkarabiner, den man super leicht öffnen kann, geht wirklich wunderbar. Und auch dieser ist an einer Schlaufe befestigt, sehr locker gehalten, dass man ihn wirklich super am Gurt, auch wenn er an der Hose sitzt und man ihn anhat, super bewegen kann. Ich nutze diesen Metallkarabiner sehr oft für meinen Schlüsselbund. Ich kann euch das ja mal zeigen. Und zwar passt es wunderbar, ein Klick und er ist wirklich bombenfest dran, passt super in eine Hosentasche. Und in einem nächsten Video zeige ich euch dieses kleine Gimmick hier, was ich auch vom Bernd bekommen habe. Hab 2-mal insgesamt. Vielen Dank auch dafür, Bernd. Ein super Teil. Das zweite Teil benutze ich auf Arbeit und da muss ich immer sehr viel mit Schlüssel arbeiten. Und ja, macht sich super bewährt. Ist viel angenehmer, als ich es vorher ohne hatte. Muss ich wirklich mal so sagen. Ja, auch diese 2 Teile wirklich wunderbar. Ich habe das, den Polymerring habe ich immer ein bisschen weiter hinten. Und den Ring halt, oder den Karabiner besser gesagt, den nutze ich immer weiter vorne, damit ich einfach an meiner vorderen Hosentasche meine ganzen Schlüssel habe, wenn ich draußen unterwegs bin. So, diesen Gürtel hier, sofern ihr diesen haben möchtet oder irgendeine andere Version, kann der Bernd sie liefern von XS, also extra small, bis 3x XL, also XXXL. Der mit dem roten Stuhl, der musste jetzt einfach mal sein. Spaß beiseite. Nein, also Bernd kann die wirklich in verschiedensten Größen liefern. Hat sehr viele andere Gürtel zur Auswahl in verschiedensten Größen insgesamt. Ich habe jetzt die 45 mm Variante hier. Sonst gibt es noch 38 und 25. Ja, dieser Gürtel in 45 mm ist wirklich der dickste Gürtel, den der Bernd hat. Gleichzeitig natürlich dadurch auch der stabilste, um eventuell Pouches, Holster, was auch immer zu befestigen. Er knickt nicht so schnell ab wie eventuell der 38er und ist daher wirklich zu empfehlen. Nehmt lieber den
45er als den 38er, auch wenn es eventuell vom Geld her ein bisschen teurer werden sollte, könnte. Ich würde mich auf jeden Fall für den 45er entscheiden. Der sieht jetzt wirklich sehr breit aus. Jedoch, ich habe mal bei allen meinen Hosen geguckt. Nur meine Anzughosen, da passt der 45 mm Gürtel leider nicht durch. Würde sonst ansonsten natürlich sehr schmuck aussehen, wenn man einen Anzug anhat und dann kommt hier diese schicke Cobra-Schnalle zum Vorschein. Ja, wie gesagt, also 45 mm wirklich zu empfehlen. Ansonsten gibt es auch noch 38er Millimeter Gürtel, sofern eure Hosen keine 45 mm Gürtel aufnehmen können. Messt da am besten einfach mal zu Hause eure Lieblingshosen aus, wie der Durchmesser der Schlaufen ist. So, dann noch eine andere Sache. Ja, jetzt stellt sich der eine oder andere die Frage, wie kriege ich den Gürtel jetzt aber hier in meine Hose rein? Das ist doch hier breiter als 45 mm. Ja gut, stellt sich mal nicht, denkt man mal nicht dran. Ne? Also erstmal den Gürtel abmachen, die Schlaufe durch und dann einfach die Schlaufe einmal komplett durchziehen und am anderen Ende dann einfach wieder zusammenfügen, anpassen am Gürtel und dann sollte der Gürtel, sofern ihr richtig gemessen habt, passen. So, nun möchte der eine oder andere natürlich wissen, was kostet dieses Modell. Also hier bei meinem Modell von der Black Cobra Limited Edition sind es insgesamt 60 Euro. Dabei ist aber noch nicht der Klettverschluss mit einbegriffen und das Molle-System. Da müsst ihr nochmal extra Geld für bezahlen. Das kostet ungefähr um die 10 Euro pro Sache. Dann habt ihr natürlich die Auswahl vom verschiedensten Zubehör bei Bernd. Von Hängematte, vom Gürtel, alles Mögliche kriegt ihr bei Bernd. Und ja, wie gesagt, der Bernd macht das wirklich alles selbst. Er hat die Molle selbst rangemacht, er hat die Schlaufen hier für die D-Ringe alles selber gemacht. Und wenn ich mir das wirklich anschaue, ich habe mir das jetzt zu Hause zigmal angeguckt. Ich finde hier einfach keinen Fehler. Ich finde hier keinen Fehler, außer dass er schon ein bisschen benutzt worden ist und ein bisschen dreckig ist. Der ist super verarbeitet. Da steht nichts über. Der ist wirklich... Also man hat hier zweimal insgesamt den Gürtel vernäht und man sieht einfach nichts. Man erkennt keine Schwachstelle an diesem Gürtel. Und ich sage das jetzt nicht nur, weil ich den Gürtel jetzt vom Bernd bekommen habe. Nein, es ist wirklich so. Ich habe mir zu Hause den Gürtel komplett auseinandergenommen, soweit man ihn auseinandernehmen kann, und habe mir wirklich jede Naht einzeln angeguckt. Und ich finde einfach nichts. Er ist einfach bombenfest. Ja, also ich kann einfach nichts finden, wo ich jetzt sagen würde, von der Naht her total beschissen. Auch der D-Ring, die Cobra-Schnalle finde ich super verarbeitet, sehr hochwertig. Man merkt, man hat was Festes in der Hand, was Hochwertiges in der Hand. Da fühlt man sich einfach sicher, sage ich mal, und man weiß, was man hat. Man kriegt ihn schnell auseinander, wenn man es mal auseinander machen muss. Ansonsten, Bernd, ich danke dir nochmal für diesen wirklich super Gürtel und ich werde ihn jetzt in den nächsten Wochen noch mehr testen, weil ich da ein bisschen mehr draußen unterwegs bin. Ja, für alle anderen danke ich fürs Zuschauen. Bleibt gesund und neugierig und bis bald, euer Toffer.